Heute zu Gast Fabian Fröhlich, 32 Jahre alt, Unternehmer, hat schon viel auf die Beine gestellt, hat die Firma Snackfind gegründet, verkauft an Müsli.de, war Mr. Mitteldeutschland, endlich mal was für die Frauen hier. Wir haben ganz wenig Zuhörer bei den Frauen hier, nur 15%. Ich hoffe, das ändert sich mit dieser Folge. Und du hast jetzt den 7 Plus Club gegründet, eine Plattform für Investoren. Und wir werden heute einfach mal alles auseinandernehmen, was du so bisher in deinem Leben gemacht hast. Und herzlich willkommen. Ja, Alexander, vielen Dank für deine Einladung. Sehr gerne, nehme ich auseinander. Gut. Erzähl uns mal ein bisschen was über dich. So, wo kommst du her? Wie hat alles angefangen? Ja, ich komme aus dem wunderschönen Bad Rappenau. Das ist in der Nähe von Heilbronn. Wer Heilbronn auch nicht kennt, also zwischen Stuttgart und Frankfurt, eigentlich relativ in der Mitte. Da hat alles angefangen, genau. Mit meinen drei besten Freunden haben wir alle unternehmerischen Tätigkeiten zusammen gemacht. Einer davon ist mein Bruder und wir haben eigentlich alles zusammen gemacht. Niemand hat so einen Einzelgänger gemacht, sondern immer Teamwork, und da bin ich echt sehr froh drum, so ein tolles, cooles Team zu haben, weil umso länger ich das jetzt alles mache, sehe ich, dass es echt sehr wertschätzend ist, so einen engen Freundeskreis zu haben, weil das haben relativ wenig Leute tatsächlich. Mhm. Aber lass uns, also was mich ja auch tierisch interessiert ist, diese ganze Model-Geschichte, Mr. Mitteldeutschland, ja. Machst du das immer noch? Nee, das war nur damals just for fun, einfach so, echt? Ey, lass mal mitmachen. Ehrlich? Und wie war das genau? Also ich war erst in Baden-Württemberg, habe ich da mitgemacht, und dann habe ich dann nicht gewonnen, leider. Und dann haben die Veranstalter mich angerufen und haben gesagt, ja, mach nochmal nächste Woche in Mitteldeutschland mit, da läuft es dann vielleicht. Und dann bin ich nochmal hingefahren und dann habe ich gewonnen. Und ist man dann qualifiziert für die Mr. Germany? Ja, genau, da habe ich dann auch mitgemacht. Weil bei jedem Bundesland, wobei Mitteldeutschland ist ja gar kein Bundesland, ja, der Gewinner darf bei Germany teilnehmen dann. Okay. So ist das. Und wie war es da? Ja, da habe ich nicht gewonnen. Ne, ja. Gibt es da eine Platzierung? Top 3 wurden gerankt, da war ich nicht dabei. Die anderen wurden nicht bewertet. Okay. Aber war ein cooles Erlebnis. Ich habe viele Leute kennengelernt, in ganz Deutschland verteilt. Alle sind echt cool drauf. So, ich habe jetzt sporadisch ab und zu mal Kontakt mit denen. Aber ja, es ist keine enge Freundschaft oder irgendwas entstanden. Du hast ja auch über 100.000 Follower bei Instagram. Mhm. Kam das über deine Model-Schiene oder über dieses Thema sehr stark? Oder wie hast du das aufgebaut? Also am Anfang, als ich angefangen habe mit Instagram, da gab es halt die ganzen Zusatzfunktionen noch nicht, wie Story, Reel und Videos und so weiter. Da gab es halt nur einen Post, das war's. Mhm. Und da war halt relativ einfach, Follower aufzubauen, wenn du quasi gesehen hast, welche Bilder kriegen halt am meisten Likes und Reichweite, und dann hat man die einfach wiederholt, ohne sich Gedanken über die Zielgruppe zu machen, und dann hat es halt einfach da ein paar Follower reingespult. Da gab es dann teilweise Posts, da konntest du auswerten, wie viele Follower kamen durch dieses Foto. Da waren dann teilweise 4.000, 5.000 Follower pro Post sind dazugekommen, wo man aber auch dazu sagen muss, jetzt gerade über das Thema, was wir sprechen hier, Immobilien, das sind dann keine immobilienrelevanten Follower gewesen, die sind halt irgendwo auf der Welt verteilt teilweise. Und nicht nur in Deutschland, also es gibt viele Länder auch und so weiter. Das heißt, die Zahl alleine ist nicht ausschlaggebend für den Erfolg. Außer du hast jetzt vielleicht irgendwie 10 Millionen oder 100 Millionen, dann ist Wurst, weil dann irgendwann die Schnittmenge pro Land hoch genug ist, dass du da irgendwas professionell vermarkten kannst. Ja, ich wollte eigentlich da noch ein bisschen später eingehen. Ja. Lass uns mal chronologisch durchgehen, sonst verzetteln wir uns hier. Hat es dir zurückblickend Türen geöffnet, diese Geschichte mit Mr. Mitteldeutschland und so weiter? Oder war das so für deinen allgemeinen Erfolg in deinem Werdegang? Oder würdest du sagen, ja, war halt witzig, aber gebracht hat es mir jetzt sonst nichts? Ja, das hat schon so ein bisschen so einen Instagram-Booster gegeben, auf jeden Fall, was die Follower da anging damals. Mhm. Das ist aber ja nicht viel, also 100.000, ich finde, das ist nicht viel. Das ist jetzt gerade im Immo-Bereich, wenn es rein Immo-Follower wären, wären es auf jeden Fall ordentlich. Aber wenn man es so mal vergleicht, also da gibt es ganz andere Ligen. Und es ist so wie ein Schlüssel gewesen immer. Das heißt, wenn du über Instagram jemand anschreibst oder sonst was, einen Business-Kontakt eröffnen willst, passt da in die Tür rein und du kommst rein, kannst so den Erstkontakt eröffnen. Gerade auch bei den ganzen Messen, da haben wir ziemlich vorteilhaft immer die Tickets geschenkt bekommen und so weiter. Da kosten ja teilweise die Tickets 2.500, 3.000 Euro mittlerweile bei den Immobilienmessen, und da kommt man dann halt for free rein und solche Sachen. Das war dann für mich der größte Mehrwert. Okay. Mhm.
Okay, du bist super fit. Ich sehe, du bist voll der Schrank. Machst fünfmal die Woche Sport, hast du mir vorhin erzählt. Ich bin Papa, ich mache nicht fünfmal die Woche Sport. Drei Kinder, bald vier. Was muss ich machen? Was muss ich essen? Was darf ich nicht essen? Hau mal fünf Sachen raus. Also vom Sportlevel her, oder wie? Ja, dass ich einfach nicht fett werde. Ja, also hast du Zeit für Training oder nicht? Willst du dir Zeit nehmen fürs Training oder nicht? Hast du keine? Ein bis zweimal die Woche maximal. Ja, dann ich fünf Sachen. Halt. Einfach in Form zu sein. Ja. Fünf Sachen, okay, was würde ich dir empfehlen? Dein Grundkalorienbedarf berechnen, dass du weißt, wie viel du maximal essen darfst. Da würde ich nicht drüber gehen. Dann 10.000 Steps am Tag. Also 10.000 Schritte, das geht halt easy morgens kurz eine halbe Stunde vorm Arbeiten und dann überall laufen, wo es halt nur geht. Und dann hast du die 10.000 Steps und einfach nicht so Weizen und Zucker essen und keine Softdrinks. Don't drink calories, ist auch noch so eine Grundregel. Einfach Wasser trinken, fertig. Hier steht eine Apfelschorle. Die ja, komm, ist ja auch nicht schlecht, oder? Das ist sicherlich nicht. Also wenn du dein Ziel jetzt nachhaltig und langfristig erreichen willst, sind das halt so Kleinigkeiten, wenn man die alle beachtet, da könntest du halt auch was für essen. Ne? Dann bist du halt satt vom Apfelschorle, hast du etwas getrunken, bist nicht satt geworden, musst trotzdem genauso viel essen und dann fällt es einem persönlich schwerer, das Kalorienziel nicht zu überschreiten. Klar muss man ein bisschen schon drauf schauen, es ist halt nicht so, dass es einfach zugeflogen kommt, man muss schon drauf gucken. Also Kalorien, wissen wie viel, muss man ja, kannst du ja mal eine Woche tracken, dann hast du es im Gefühl oder einen Monat. Und die Schritte hoch und trainieren, so oft es geht. Krafttraining ist auch wichtig, weil da verbrennst du im Nachgang auch noch Kalorien. Ich hab da gar keinen Bock drauf, weißt du? Also Fitnessstudio, wenn ich da irgendwie Gewichte hebe, dann denke ich mir, hey, hätte ich jetzt fünfmal meine Tochter hochgehoben, dann hätte ich da mehr davon, dann wäre das irgendwie was Sinnvolles gewesen. Aber irgendwie Gewichte, mir macht das keinen Spaß. Dann mach halt so ein Functional Zirkeltraining zweimal die Woche, 45 Minuten oder so. Da gibt es ja auch mittlerweile Angebote im Park oder sonst irgendwas. Und dann hast du dann auch noch so einen Zusatzeffekt. Ich finde nicht das, was mir wirklich Spaß macht. Das ist so mein Problem. Mach einfach, egal ob es Spaß macht oder nicht. Wahrscheinlich hast recht, ja. Macht mir auch nicht immer Spaß. Ja. Okay, jetzt nochmal zurück auf, hier, jetzt sind wir nochmal bei Insta. Ja. Was waren die Fotos oder die Beiträge, die du hochgeladen hast, die am meisten Reaktionen hervorgerufen haben? Also das ist jetzt nicht mehr so, wie es damals war, muss ich dazu sagen. Jetzt hat sich da viel verändert und ich habe dann auch irgendwann die Entscheidung getroffen, das nicht mehr so weiterzumachen, weil es irgendwie nicht zielführend war. So Sportbilder, Gym, Joggen, okay. Sowas. Urlaub, also gar nichts mit Immobilienbranche. Und du machst jetzt ja Immobilienvideos auch oder ja, genau. Bestimmte Dinge. Hast du da Feedback? Ist das schwieriger? Also im Immobilienbereich ist es extrem viel schwieriger, eine große Followerschaft aufzubauen, aber das ist ja Wurst auch, weil du brauchst ja nicht so viele Leute. Die Zahl ist ja komplett irrelevant. Viel relevanter ist, wie viele Leute aus der Zielgruppe sprichst du an. Und die Videos, die treffen schon relativ gut die Zielgruppe, muss ich sagen. Also wenn ich jetzt auf den Immobilienmessen unterwegs bin oder sonst auf irgendwelchen Events, habe ich da schon eine gute Zielgruppe erwischt, doch. Okay, okay. Ja. Was für Inhalte sind das so? Da sprichst du über 7plus, sprechen wir gleich noch drüber. Also über Investorenthemen praktisch, ja. Also Verkauf, Kauf, um dieses Thema geht es dann praktisch hauptsächlich. Bei den Videos? Ja. Also die Videos, muss ich dazu sagen, wir haben früher schon vor 2-3 Jahren ab und zu mal Videos gemacht, dann kam die 7plus Aufbauphase, wo ich mich sehr aufs Unternehmen fokussiert habe. Mittlerweile geben wir ganz schön viel Geld aus für Performance Marketing jeden Monat, wo dann irgendwann die Entscheidung gekommen ist, lass mal jetzt ein halbes Jahr Vollgas auf organische Reichweite machen. Das heißt YouTube, Insta, TikTok und sonst was Immobilienvideos drehen. Und dann haben wir auch unterschieden in zwei Kategorien. Einmal 7plus relevante Themen, das ist nochmal eine Nische in der Immobranche oder einfach so allgemeinere Immobilienthemen. Und da habe ich jetzt auch gemerkt, also die allgemeineren Themen erreichen deutlich mehr Leute wie die 7plus relevanten. Wir können aber auch dadurch gute Mitarbeiter generieren. Wir kriegen ab und zu mal Anfragen, Bewerbungen rein und sowas. Und auch tolle Einladungen wie zu deinem Podcast zum Beispiel. Die wäre sicherlich auch nicht zustande gekommen ohne den Social Media Auftritt und das befruchtet sich alles gegenseitig. Deswegen mache ich ab und zu mal so ein richtiges Nischenthema, aber auch ab und zu mal so ein bisschen Einsteiger-Immobilienthemen, um in der Immobilienbranche ein bisschen eine größere Reichweite auch zu bekommen, weil auch eine gute Zielgruppe sind halt die Kinder von den erfolgreichen Immobilienunternehmern, weil die Unternehmer an sich, die sind ja gar nicht so arg unterwegs auf Social Media, aber deren Kinder, wenn die das dem Papa beim Essen erzählen und so weiter, ist dann schon nicht schlecht, muss ich sagen. Das muss man nochmal erklären. Also
das Kind kommt dann zum Papa hin und sagt, hey, schau mal hier, der Fabian ist hier. Oder kommt zu mir direkt hin, also die sind ja teilweise auch schon 18, 19 mittlerweile. Die Eltern führen irgendwelche Immobilienunternehmen und irgendwann steigen die mal ein und wenn ich eins gelernt habe im Networking, dann musst du deine Samen früh sehen und damit altern, ja. Anders kommt man immer schwerer ran. Okay, das ist, glaube ich, das Zitat für den für das YouTube-Thumbnail. Okay. Also das ist auf jeden Fall gut, ja, wenn man das so macht. Okay, okay. Ja. Lass uns mal zurückgehen. Du hast Abitur gemacht und dann hast du einen Bachelor gemacht. Und nochmal vom, genau, duales Studium, Maschinenbau, Bachelor. Und hast eigentlich ganz woanders angefangen, im Maschinenbau, ja. Richtig, ja? Ja. Bei der Firma Getrag, darf genau. Man hier sagen wahrscheinlich, ja. Und du hast ja 2 Patente angemeldet. Erzähl mal, was war da genau deine Aufgabe? Im Maschinenbaubereich, ja. Das meine Aufgabe war. Also ich habe ja Maschinenbau studiert und auch erfolgreich abgeschlossen. Das muss man da immer dazu sagen, weil die Abschlussquote halt nicht bei 100% ist. Und genau, dann war ich da Entwicklungsingenieur und habe für verschiedene Getriebeprojekte, also 2 verschiedene waren das genau, ein 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe, ein 8-Gang Doppelkupplungsgetriebe, habe ich da in der Entwicklung gearbeitet. Und dann kommst du halt immer neue Probleme ran. Einmal das Gewicht ist zu hoch. Es gibt so ein Ingenieursdreieck. Das ist Gewicht, Preis und was war das dritte nochmal? Stabilität. Oder wie stabil ist das? Und da gibt es so einen Punkt, den kannst du hinschieben. Wenn du Richtung Preis gehst, dann geht halt das Gewicht drunter und die Stabilität. Aber alles auf einmal gibt es halt nicht. Also wenn du ein richtig geiles, leichtes Bauteil brauchst, dann kostet es Geld. Dann kostet es Geld und dann kommt wieder das Controlling zu teuer. Und dann musst du wieder den Schieber in die andere Richtung. Du musst halt so, nicht immer das Beste kannst du machen, weil du musst halt für alle 3 dieser Fälle, dieser Abteilungen quasi die eierlegende Wollmilchsau konstruieren, damit die Freigabe durchgeht. Und da kommst du halt immer an Knackpunkte ran und auch an Grenzen, wo man manchmal sich was Neues einfallen lassen muss und dann entsteht halt so ein Patent auch mal. Und das war, für Autos war das? Oder? Genau, das waren Fahrzeuggetriebe. Genau. Für Sportwagen? Sportwagen, okay. Supersportwagen. Okay. Weil ich wollte da nah dran sein. Also ich wollte unbedingt im Automobilbereich arbeiten und dachte halt so, hey cool, ich bin Entwicklungsingenieur, am Freitag nehme ich mal den Karren mit, am Samstag den und so weiter. So war es auch tatsächlich mal früher gewesen. Aber als ich dann an der Reihe war, waren da die Restrictions so hoch, weil da wurde dann mal das ein oder andere Auto um einen Baum gewickelt von anderen. Das ist dann halt, ist wie wenn du bei der Klassenfahrt jemand Müll baut, dann darf die nächste Klasse im nächsten Jahr nicht mehr fahren. So. Und das war halt schon so, und jetzt mittlerweile ist ja noch schlimmer geworden mit der Elektromobilität und so weiter, und auch die Hersteller machen viele Testfahrten und sowas selber in-house, das heißt die Lieferanten, bei denen ich auch gearbeitet habe, bei den Getriebelieferanten für die Automobilbranche, die haben halt auch, soweit ich das mitbekommen habe, viel weniger Autos da jetzt stehen wie früher. Genau. Und du brennst ja immer noch so für Autos und eigentlich das Thema, ja? Warum hast du dann, warum bist du da weg? Das Potenzial hat mir nicht gereicht, was ich da langfristig erreichen kann. Das war so für mich, es hat mir richtig Spaß gemacht, muss ich echt sagen. Also die Arbeit an sich hat mir richtig Spaß gemacht. Und ich könnte mir schon noch vorstellen, irgendwann später mal wieder im Maschinenbaubereich tätig zu werden, weil das ist auch das, was Deutschland so erfolgreich gemacht hat als Land gesamt. Und ja, warum bin ich da weg? Die Firma wurde eines Tages verkauft. Ich weiß nicht mehr genau, in welchem Jahr das war. Ich glaube 2016, für einen sehr hohen Betrag. Na, der damalige Geschäftsführer eine Rundmail geschickt an alle Mitarbeiter. Er wird das Unternehmen im Rahmen der Übernahme verlassen. Und dann habe ich dem geantwortet und er hat sich bedankt für die Loyalität der Mitarbeiter dem Unternehmen gegenüber und bittet um Verständnis, dass er im Zuge der Übernahme quasi geht. Dann habe ich geantwortet und habe gesagt, danke auch für deine gute Zeit mit uns und lass mal auf einen Kaffee treffen. Dann habe ich seinen Kalender gecheckt, wann er Zeit hat. Also du musst dir vorstellen, es waren 15.000 Mitarbeiter in der Firma. Das war jetzt nicht irgendwie so eine Klitsche mit 300 Leuten. 15.000 Mitarbeiter, privater Hand, ein Eigentümer. Das ist schon, gibt es ja, nicht krass, mehr so viele krass. Firmen in der Liga in Deutschland, weil die alle verkauft werden. Und dann habe ich dem geschrieben und auch 2 Einladungen geschickt im Outlook damals, da kannst du gucken immer, wann hat er Zeit und so weiter. Du siehst da manchmal, kannst du einen Kalender einstellen, da siehst du die Termine oder siehst noch einen Blocker, bei ihm war so mit Blocker eingestellt, aber ich wusste, er ist in der Stadt, weil er ist auch manchmal unterwegs. Und dann hat er 1 der 2 Termine angenommen und habe ich mit ihm halt mal einen Kaffee getrunken auf der Chefetage. Und dann, was hat er erzählt?
Ja, der hat dann erzählt, was er so macht, dass er jetzt noch nicht genau weiß, wie es weitergeht und so. Und also, ja, da kann ich auch nicht so, wahrscheinlich nicht so genau im Detail eingehen drauf, aber auf jeden Fall hat er gesagt, dass ich halt mein eigenes Ding durchziehen soll, nachdem ich ihm erzählt habe, was ich gerade so noch nebenher mache, weil ich hatte auch eine Nebentätigkeit schon angemeldet. Und dann hat er gemeint, ich soll mich fulltime um mich selber kümmern, noch ein bisschen was mitnehmen an Know-how, Geschäftsreisen machen, Lieferanten besuchen, mit den Leuten reden und immer so kritisch hinterfragen, wenn die was machen, wo ich nicht verstehe, warum das so ist, damit man halt quasi eine sehr steile Lernkurve hat. Einfach maximal lernen, weil was ich gelernt habe im Maschinenbaustudium auch und auch im Arbeitsbereich dann oder im späteren Arbeitsleben als Ingenieur, komplexe Themen mit möglichst wenig Aufwand in kurzer Zeit zu lösen. Weil wenn du das nicht kannst, dann verlierst du dort. Klar, ja, und auch Prioritäten setzen und vielleicht auch nicht zu perfektionistisch sein. Und um schnell Ergebnisse zu erzielen, ja. Du hast gesagt, Nebentätigkeit und genau, und dann hast du einfach bei dieser Firma dann gesagt, so, okay, tschüss, ich gehe jetzt auch. Mhm. Die Firma geht unter, Chef geht oder wie war das dann? Nee, Quatsch, die ist nicht untergegangen, gibt es ja immer noch. Das läuft auch alles, soweit ich weiß, aber ich habe da ja keinen Kontakt mehr hin. Nebentätigkeit lief und ich wollte mein Stundenpensum erstmal reduzieren. Ich dachte mir so, hey, cool, lass mal irgendwie auf 50% runtergehen, dass ich mich fokussieren kann auf meine Sache, weil ich habe eigentlich keinen Stress damit, da ab und zu mal hinzugehen. Und ich habe auch keinen Stress damit, irgendwie 80 Stunden in der Woche zu arbeiten, dass ich halt 20 Stunden Ingenieur bin, zum Beispiel 6 bis 10 jeden Tag, ja, oder so. Mhm. Dann hast du ja schon gut was abgearbeitet und dann um 11 geht's los halt für dein eigenes Ding. Und das habe ich nicht durchbekommen. Und dann irgendwann hat es mir gereicht, da rum zu diskutieren, dann habe ich die Reißleine gezogen. Und was war dann dein Nebenbusiness? Das hast du ja vorhin schon erwähnt gehabt, das waren die Eiweißnudeln, diese Lebensmittel. Snackfit. Snackfit, genau. Okay. Und wie kommt man da drauf? Okay, du machst Sport, ja, da ist Eiweiß wichtig. Wie kommt man dann darauf, Eiweißnudeln zu verkaufen? Also wir waren damals schon echt früh dran, muss ich sagen. Ich weiß nicht, wo die Firma jetzt stehen würde, wenn wir durchgezogen hätten, weil wir haben es ja irgendwann dann später verkauft. Aber wir haben gesehen, die Entwicklung in der Menschheit oder in Deutschland ist die, alle knallen sich irgendwelche Supplements rein, um ihren Lebensmittel oder ihren Eiweißbedarf zu decken. Und wir haben nie Supplements genommen, keiner von uns. Also wenn ich von wir spreche, immer mein Gründerteam. Sind das auch so Fitness-Jungs? Ja, alle. Mhm. Alle. Ja. Und dann haben wir gesagt, wir brauchen einfach eine Brand, die Eiweißbedarfe natürlich decken kann. Also du kannst eigentlich mit dem normalen Essen, wenn du dich ein bisschen auskennst und damit auch beschäftigst, den Eiweißbedarf regeln. Und dann haben wir ja verschiedene Produkte als Reseller verkauft und haben halt rausgefunden, welche Sachen laufen besser als andere und haben uns dann auf die besser laufenden fokussiert. Wir haben halt verschiedene Geschäftsmodelle uns überlegt, welches wir umsetzen und dann haben wir einfach mal angefangen mit irgendwas und das waren eben diese Lebensmittelbrand dann. Okay, und dann habt ihr zwei Packungen Nudeln gekauft, habt geschaut, ob die gehen und dann habt ihr mehr Nudeln gekauft, oder? Oder wie war das dann so? Ja. Wie muss man es vorstellen? Ihr hattet die selber nicht verschickt wahrscheinlich, ihr habt einen Fulfillment-Dienstleister wahrscheinlich gehabt. Ja. In welcher Größenordnung war das dann? Also am Anfang haben wir selber verschickt tatsächlich von zu Hause aus und ja, es waren auch nicht zwei Packungen, wir haben schon ein bisschen mehr eingekauft. Wir hatten auch irgendwie 30, 40 verschiedene Produkte gehabt am Anfang. Aber als wir dann rausgefunden haben, dass die Nudeln am besten laufen, haben wir die uns irgendwann mal selber labeln lassen, auf unser Private Label sozusagen. Als dann unser Versandpensum zu groß wurde, haben wir es outgesourced an einen Fulfillment-Dienstleister. Wir sind ja gerade hier in München, der war sogar hier in der Nähe gewesen. Mhm. Ja. Und dann wurden die Produkte und Waren immer direkt von den Lieferanten zum Logistikdienstleister bestellt. Der hat dann die Bestellungen automatisch jeden Tag zweimal übermittelt bekommen, gepackt, kommissioniert und verschickt. Okay. Genau. Genau, du hast eine Geschichte im Vorgespräch noch erzählt, dass ihr mal einen 40-Tonner geholt habt mit Nudeln. Irgendwie, also die, schon eine Größenordnung, die ganz beachtlich. Also das war schon nicht ohne, also das war 42-Tonner, aber das Gewicht der Ware war nur 20 Tonnen, aber das Volumen wurde ausgereizt von so einem riesen, also so ein großer LKW, einer. Und zwar ging das so, wir haben irgendwann relativ früh gemerkt, so ey, unser Lieferant kommt nicht nach, was wir brauchen. Wir brauchen mehr Ware. Wir brauchen mehr Ware. Wo kriegen wir das her? Und dann haben wir uns getroffen mit einem Lieferanten, der auch die Lebensmittel einzeln
Händler beliefert und haben halt einfach mal mit dem so geredet am Tisch, so was kannst du machen für uns? Mhm. Dann haben wir das Produkt erklärt und dann der so, ja easy, let's go, ich produziere euch mal was. Und dann ruft er an, so ja, wir brauchen halt Mindestabnahmemenge 2 LKWs voll. So ja, komm ey, chill mal. Wir verkaufen gerade irgendwie so ein paar hundert Packungen im Monat und du willst jetzt, dass wir 2 LKWs voll abnehmen. Dann habe ich den runtergedrückt auf einen, aber das war immer noch zu viel irgendwie damals vom Gefühl her. Aber wir haben es bestellt dann, wir haben die Ware bestellt und dann kam der LKW an hier in München im Lager. Dann haben die mich erstmal angerufen, was eigentlich bei uns abgeht. Der ganze Gang stand voller Nudeln, also palettenweise. Wirklich. Ist das dann Frischware, die dann relativ schnell weg muss? Oder ist nee, die sind haltbar, ich glaube 2 Jahre waren die haltbar. Okay, ja, okay. Das ist so, du kennst doch die getrockneten. Ja, okay. Ja. Ja, ich habe noch nie Eiweißnudeln gegessen. Also. Es waren rote Linsennudeln tatsächlich. Okay, also okay. Es ist einfach auch sehr einfach, das Produkt. Das ist auch ein Problem gewesen dann, weil du kannst es nicht irgendwie richtig schützen. Das ist einfach Linsenmehl mit Wasser angereichert, genudelt, durch die Nudelpresse gedrückt und dann getrocknet und fertig. Ohne Gewürze, ohne alles. Ohne alles, fertig. Und dann kochst du das und danach hast du quasi die Nudeln und bereitest die zu wie sonst irgendwelche Nudeln mit Soße, mit Bolognese, mit wie du es möchtest, ja. Okay. Hast aber den Vorteil einer Linse in der Nudel drin. Mhm. Und warum habt ihr dann verkauft? Was war irgendwann dann? Kam der Wettbewerb auf. Dann kamen andere Marken mit billigeren Preisen in den Lebensmitteleinzelhandel. Wir haben online verkauft viel. Wir waren nicht im Lebensmitteleinzelhandel, sondern nur so bei ein paar kleinen Retailern. Aber das war eigentlich gar nicht so ein Problem. Also wenn ich jetzt so im Rückblick drüber nachdenke, das Hauptding ist, also wenn du im Lebensmittelbereich Geld verdienen willst, so als kleinere Firma, musst du über die Marke verkaufen, weil die Leute kaufen nicht das Produkt. Wenn die anfangen, den Preis zu vergleichen und die Inhaltsstoffe hast du verloren, weil die anderen in Millionen Stückzahlen produzieren, die kaufen nur über die Marke ein. Wenn du eine geile Marke hast, dann kannst du auch das Doppelte verlangen, nur die kaufen es trotzdem. Kann man das auf die Immobilienbranche auch übertragen? Schon ein Stück weit auch, ja. Genau, ja, schon ein Stück weit. Aber das Doppelte nicht, aber ganz höhere Margen erzielen auf jeden Fall. Mhm. Ist dieses Potenzial eigentlich, also ich habe das Gefühl, dass viele Unternehmen dieses Potenzial der Marke gar nicht dass die sich überhaupt gar nicht um die Marke kümmern. Also sich einen eigenen starken Brand aufzubauen. Ja. Ist deine Meinung ähnlich, oder? Oder deine Wahrnehmung? Bei den Immobilien jetzt oder generell? Ja. Es gibt natürlich schon die Großen, klar, die haben Marketingabteilungen und so weiter, aber gerade so kleinere oder mittlere Büros, da passiert relativ wenig, gell? Ja, schon relativ wenig. Ich kann es nicht genau einschätzen, wie wichtig das da jetzt ist, weil ich nicht die Einblicke habe da in die Zahlen von denen. Aber ich glaube, im Grunde genommen führt es eher mehr zu mehr Aufträgen, wenn du eine starke Marke hast. Aber dass dann höhere Preise im Verkauf erzielt werden, das hängt dann auch davon ab, wenn man zum Beispiel bei einer günstigen Einzimmerwohnung als Makler, wenn man die verkaufen soll, nicht Nein sagen kann, dann hast du auch irgendwie so das Branding, so ja, da verkauft auch mal eine Wohnung. Aber wenn man sich fokussiert auf eine große Luxuswohnung, glaube ich, dass der Makler, der nur die Luxuswohnung verkauft, teurere Preise erzielen kann für die Luxuswohnungen als der, wo alles macht. Das ist so ja, meine klar. persönliche Meinung, aber ob das wirklich so ist, da gibt es natürlich auch sehr viele Einzel- und individuelle Fälle, wo man nicht pauschalisieren kann. So, und dann, okay, habt ihr gesagt, alles klar, wir verkaufen das Ding. Ja. Wie habt ihr das verkauft? Über so eine Plattform für M&A. Da gibt es eine Plattform von der Bundesregierung, da kannst du einfach eine Firma inserieren und dann melden sich halt Leute bei dir und dann kannst du mit denen telefonieren und da, der Erste, der angefragt hat, den habe ich angerufen, die anderen habe ich gar nicht angerufen damals, frag mich nicht warum und der Erste hat es gekauft, ja. verrückt. Wie heißt die Plattform? NextChange. Okay. NextChange. Okay. Schick dir den Link, kannst du in die Shownotes packen. Du hast vorhin erzählt, ihr habt verschiedene Sachen probiert. Was habt ihr noch probiert? Was waren noch so die anderen Geschäftsideen, die ihr noch so ausprobiert habt? Was haben wir ausprobiert? Also ich kann mal so ein, zwei Sachen sagen. Also das eine mit dem Snackfit haben wir ja schon besprochen gehabt. Das würde ich schon sagen, das war jetzt nicht das idealer Case, aber wir haben es extrem viel gelernt in kurzer Zeit. Dann haben wir zum Beispiel mal so eine Mensch-Meier-Seite gehabt. Da waren irgendwelche lustigen Produkte mit Affiliate-Links zu Amazon, so eine Hüpfburg für einen Kindergeburtstag, die, keine Ahnung, so groß war wie auf dem Jahrmarkt und so ein Zeug. Und dann, was hatten wir noch gehabt? So Affiliate war damals so ein Thema. Stromaggregate-Vergleichsseite.
Also, okay. also auch Affiliate? Affiliate, ja. Stromaggregate, Vergleichsseite, die mit einem Algorithmus immer gecheckt hat, wo ist ein Stromausfall gerade. Und da ballert die richtig Werbung rein dann, damit die Leute, da ist ja hoher Traffic dann bezüglich Stromaggregate, aber du brauchst ja nirgendwo, nicht deutschlandweit werben, so war der Gedanke, nur immer da, wo halt der Bedarf ist. Und dann klicken die halt drauf und dann hat es halt immer das Budget leer gesaugt von den Ad-Kampagnen, aber keiner hat so ein Stromaggregat gekauft. Und ja, so Sachen halt, ja. Ach, lustig, lustig. Okay, und dann habt ihr Snackfit verkauft, ja. Habt dann fett Kohle gemacht und habt eure eigene Company gegründet und Immobilieninvestments gemacht. Das ist euer zweites Standbein, glaube ich, oder? Ja, genau. Also das mit den Immobilien, das war so ein bisschen überschneidend zu Snackfit gewesen damals. Wir haben schon vorher angefangen, Immobilien zu kaufen. Mhm. Das war jetzt nicht, also wir haben es nicht mit dem Geld von dem Verkauf Immobilien gekauft, weil das war jetzt auch kein life-changing money, würde ich jetzt mal sagen. Vielmehr die Ingenieursjobs waren echt geil, weil wir waren ja alle Ingenieure, einer war BWLer und dann konnten wir gesammelt halt unsere Einkünfte, also quasi Gehälter als Sicherheit, oder du kaufst ja immer nicht nur die Immobilie, sondern die Bank kauft ja auch dich als Person und wenn du ein gutes Einkommen hast, kriegst du halt besser die Finanzierung und da war das eigentlich nie ein Diskussionspunkt, da haben wir immer voll finanziert zu damaligen Zeiten, 100%, 110%, manchmal 90%, je nach Deal und genau. So, hab gesamt so schuldnerisch gehaftet? Ja. Vollgas mit Privatvermögen war nie Vollgas ein Thema. Vollgas rein, einfach immer privat mit der GbR gekauft. Bei uns wurde ein paar Mal gesagt, dass das ein Thema wird irgendwann, aber es wurde irgendwie nie eins, haben wir einfach weitergemacht, ohne uns intensiv damit zu beschäftigen. Mittlerweile sind die relativ gut schon abgezahlt. Die Immobilienpreise sind sehr hoch gegangen, teilweise 1,5 bis 3 Mal so hoch, wie Einkaufspreise damals waren. Wir haben die immer noch, sind laufend sauber durch mit teilweise 10% plus im Bestand Rendite. Und wie viele Einheiten habt ihr da insgesamt gekauft? So ungefähr, dass man so eine Größenordnung hat? Wir haben ja mit dann später irgendwann in andere Konstrukte reingekauft, aber ich glaube, wir haben jetzt so 80 gerissen. Okay, Respekt, Respekt. Und Fix und Flip macht er auch oder eher weniger? Genau, also mit den Ankäufen, die ich jetzt gerade gesagt habe, sind alles, was wir gekauft haben, teilweise sind die schon wieder weg. Okay. Bei Fix und Flip, ja, das machen wir auch. Und haben uns aber jetzt eher so auf so kleinere Sachen spezialisiert, weil wir gemerkt haben, die laufen aktuell noch relativ gut. Große Einheiten haben wir jetzt gar nicht mehr jetzt im Visier, kaufen die nicht mehr. Außer die werden extrem günstig, würde ich es mir trotzdem anschauen, weil der Gewinn liegt ja bekanntlich immer im Einkauf. Ja. Okay, und euer Ankaufsprofil ist, also ihr macht Wohnen nur oder in Süddeutschland? Genau, also wir machen Wohnen in nicht komplett Süddeutschland. So München zum Beispiel würde ich mir schon mal anschauen, wenn was Gutes ist, aber wenn halt ein richtig guter Deal ist, dann ist der eh schon so schnell weg von dem Münchner Platz hier, der das kurz wegkauft, bis ich daher hier einen Besichtigungstermin oder so hatte, ist schon lang weg. Aber wenn was kommt, wo ich exklusiv prüfen kann, würde ich schon anschauen. Wir haben uns fokussiert an der A81 zwischen Stuttgart und Heilbronn und von Heilbronn Richtung Mannheim und von Mannheim wieder hoch Richtung runter Richtung Karlsruhe, du hast so dieses U, da sind wir gut aufgestellt, noch ein bisschen Richtung Nürnberg würde ich mir auch anschauen, von Heilbronn aus und so an der Autobahn, nee, da habe ich eigentlich immer ein gutes Bauchgefühl, was Wohn- und Mehrfamilienhäuser angeht. Und die und Wohnungen tragen sich dann meistens mit den Mieteinnahmen zur Zins- und Tilgungslast. Ja, also wenn du die leer kaufst, dann kriegt man das eigentlich immer hin. Wenn nicht, dann würden wir es nicht kaufen. Wenn die vermietet sind, dann ist es auf gar keinen Fall so. Früher war es so tatsächlich, da war die Frage nur, wie viel Cashflow hast du? Und jetzt ist es so, also, wir prüfen jetzt auch gerade wieder ein Mehrfamilienhaus im Ankauf. Das trägt sich vorne und hinten nicht am Anfang. Da muss erst ein bisschen was entwickelt werden, muss noch ein bisschen saniert und auch angebaut werden, noch so, dass du irgendwie eine Wohnung noch reinbaust oder zwei und dann hast du einen Cashflow, das, was wir gerade da prüfen, das würde ich auch langfristig dann im Bestand behalten und da musst du aber was machen, sonst lohnt sich das nicht. Ich würde das gerne auch stärker machen, also ich habe es sind 3 Wohneinheiten und aber alle in München und in München ist halt so, da funktioniert das nicht. Nee. Ja. Also wie nee oder also du, wenn du was kaufst, dann ist die Zins- und Tilgungslast so hoch, dass du halt immer was zuschießen willst und ich will keinen negativen Cashflow irgendwie haben. Ja, dann musst du halt entweder woanders was kaufen oder bessere Objekte kaufen. Ja, bessere Objekte finde ich nicht, ja. In München, ja. Ja, dann brauchst du alternative Mietkonzepte. WG-Vermietung, Airbnb.
Handwerkervermietung, aber dann hast du andere Probleme. Du hast halt ein aktiveres Geschäft. Also alle wollen ja immer den Passive-Cashflow. Ja, genau. Und wenn du passive willst, dann musst du günstig vermieten, dann hast du deine Ruhe. Wenn du teuer vermietest, hast du Alarm, musst dich drum kümmern, aber dafür hast du keinen negativen Cashflow mehr. Musst dich halt entscheiden, was du willst. Ja. Ja, ich konzentriere mich auf mein eigenes Business erstmal. Ja. Besser, ja, besser. Ja, ja. Okay, und ich will halt nicht so außerhalb kaufen, weißt du? Ich will nicht so weit weg irgendwie, da, wenn da irgendwas ist. Das ist so mein Bauchgefühl. Ah, egal. Aber lass uns zu deinem Hauptbaby kommen. Mhm. 7 Plus Club, dein Pitch. Worum geht's da? 7 Plus Club ist eine Plattform für Off-Market-Immobilientransaktionen. Immobilienanbieter können gucken, welche Investoren passen zu meinem Deal. Also wenn jemand was verkaufen will, kann er schauen, welche Investoren passen zu dem Deal. Und die können dann off-market und diskret das Angebot direkt in die Inbox von dem jeweiligen Investor schieben. Die Investoren auf der anderen Seite sagen, was sie suchen und was sie kaufen wollen. Und dementsprechend sind deren Ankaufsprofile bei 7 Plus Club hinterlegt. Wir matchen die und führen quasi den ersten Schritt durch zur Transaktion, damit die dann kommunizieren und den Deal machen können. Gut, keine weiteren Fragen. Mhm. okay, nochmal in meinem Verständnis. Das heißt, wenn ich Investor bin, dann gehe ich zu euch und sage, ich hinterlege mein Ankaufsprofil. Ja, genau. Und wenn dann ein Makler kommt, der was eine Immobilie zu verkaufen hat in München oder wo auch immer, dann kann der praktisch sein Angebot mir direkt schicken. Sofern es dem Ankaufsprofil entspricht. Und natürlich wirst du als Investor auch durchleuchtet, ob das überhaupt wirklich so ist. Ja? Okay. Wir überprüfen jeden Investor auf seine Werthaltigkeit. Und die Investoren können auch, es gibt zwei Stufen, also die können auch sich verifizieren lassen. Das heißt, dann kriegst du selber ein Login und kannst sogar proaktiv dein Ankaufsprofil, wie zum Beispiel dein LinkedIn-Profil, kannst du selber pflegen, damit jeder weiß immer, du pflegst es selber und was du gerade suchst, wie aktuell ist das, wann hast du das letzte Mal geändert und so weiter, das sieht man alles dann. Okay. Wie kam es dazu? Es kam, ein lustiger Intro war das tatsächlich, wie das passiert ist. Und zwar, wir hatten schon einen Immobilienbestand gehabt, wir haben Fix und Flip auch schon gemacht gehabt zu dem Zeitpunkt. Und da gab es einen Deal, ich war auch im Podcast zu Gast, in einem Podcast von einem Makler. Da habe ich den nach dem Podcast gefragt, so hey, hast du so einen übelst geilen Deal irgendwo, wo du verkaufen willst oder zum Auftrag gerade dran bist, der hat noch nicht online ist, weil ich will das organisieren, den Deal, dass wir den, entweder ich kaufe den mit einem Investor zusammen, ich will den einfach haben, weil jeder hat es. Welcher ist es? Und dann sagt er zu mir, ich habe was, aber ich kann nicht drüber reden. Ich so, okay, überleg mal, wie wir das machen. Ich unterschreibe dir auch eine Vertraulichkeit oder sonst was. Habe ich noch ein paar Mal angerufen. Dann irgendwann sagt er, ey, komm nach Leipzig, ich zeig's dir. Dann bin ich hingefahren mit einem Kumpel. Und der hat noch jemand mitgebracht. Und dann haben wir es angeschaut, das Haus damals. Und was war das für ein Haus? Ein Mehrfamilienhaus, ein Riesending in Leipzig mit Baugrundstück und sonst was. Und ich, keine Ahnung von irgendwas in dem Volumen gehabt damals, also wirklich null Plan. Ja, ich war einfach, ich bin der Uwe, ich bin auch mit dabei, so, ja. Kennst du das Video? Nee. Ich schick's dir mal. Und dann war so der Uwe wieder, kann man vorstellen. Ja, und ich hatte keine Ahnung, ja. Und dann war der Deal, die anderen bringen das Eigenkapital, ich soll mich drum kümmern vor Ort, ja. Und dann habe ich mir da Gedanken drüber gemacht, wie ist denn eigentlich die Erwartungshaltung von denen jetzt mir gegenüber? Ich habe halt einfach keine Ahnung, ja. Klar kann ich mich da reinfuchsen, aber am Ende des Tages traue ich mir es halt ehrlich gesagt nicht zu und ich will auch nicht in Leipzig wohnen. Dann habe ich denen irgendwann das offen kommuniziert. Vom Notartermin, da gab es glaube ich sogar schon einen Entwurf. Habe gesagt so, ey, meine Arbeitsleistung ist irgendwie irrelevant für euch, ja. Aber ich habe am Ende ein Stück vom Kuchen, wenn es verkauft wird, aber ich kann euch nicht den Mehrwert bieten, den ihr, glaube ich, von mir erhofft. Mhm. Und ich will nicht mit falschen Erwartungen da jetzt reingehen. Mhm. Deswegen möchte ich halt raus. Und ich glaube auch nicht, dass es zu eurem Nachteil ist, weil ich habe euch den Deal organisiert, ihr könnt den machen und ich bringe euch jetzt eh nichts mehr. Und dann haben die gesagt, okay, danke für die offene Kommunikation. Und was willst du dafür haben, dass du jetzt rausgehst? Weil die Anteile werden jetzt anders verteilt. Und ich wollte halt eigentlich nichts. Ne? Und dann haben wir halt mal ein bisschen drüber geredet, wie viel dann möglich ist. Und dann hat es eigentlich schon gepasst, sodass ich verstanden habe, ja, im ML. Halt, stopp. Ja. Es hat dann so gepasst. Ja, da gab es halt ein bisschen so eine Tippgeberprovision dann. Aha. Die war nicht schlecht für das, was ich gemacht habe, verhältnismäßig. Die war nicht schlecht, willst du jetzt nicht sagen. Okay, nee, es war auf jeden Fall nicht schlecht. Und dann habe ich verstanden gehabt,
im Immobilien-Transaction-Bereich, im großen Volumen, damals war halt ein Pain, der Pain anders als jetzt. Da war einfach Bedarf da. Und wenn du halt geile Deals organisierst, sind die Leute bereit, dafür Geld zu bezahlen. Und dann haben wir überlegt, wie kann man das Ganze größer aufsetzen. Und das war dann quasi der Proof of Concept, dass da wirklich auch was zu verdienen ist. Und dann haben wir Seven Plus Club ins Leben gerufen. Mhm. Und wie viel Ankaufsprofile sind da aktuell drin? Wir haben 10.000 gerissen gestern. Aber hey, dann ist wieder, danke, zwei Investoren sind wieder raus irgendwie, weil manchmal gehen welche raus und rein und dann war es wieder kurz drunter, aber wir dümpeln gerade bei 10k. Okay, ja, super, ja, ist ja schon relevant, ja. Ja, safe. Okay, wie ist denn das Geschäftsmodell dahinter? Also das heißt, wer zahlt da was? Wie funktioniert das, wenn ich da rein möchte? Also die Investoren zahlen aktuell nichts, die Anbieter zahlen was. Also Anbieter sind Projektentwickler, Makler und Bauträger, Eigentümer, die was verkaufen wollen. Und ja, die zahlen eine monatliche Nutzungsgebühr, keine Provision, weil wir halt auch gar nicht die Möglichkeit haben, irgendwie die Transaktion nachzuvollziehen. Wir haben uns auch überlegt, ob wir da ein transaktionsbasiertes Modell draus machen, aber die Vielzahl der Deals macht es uns halt einfach nicht möglich, da eine Transparenz zu schaffen und viele wollen auch nicht drüber reden und da haben wir auch Verständnis für. Deshalb haben wir uns dafür entschieden, ein Subscription-based Modell draus zu machen. Okay. Und was mich auch noch interessiert, wie kommt ihr an eure Kunden ran? Verschiedene Marketingmaßnahmen, Messen. Ja. Messen, okay. Podcasts. Performance-Marketing. Performance-Marketing. Organic. Okay. Mhm. Ja. Netzwerk. Weiterempfehlung. Okay. Alles. Aha. Und was ist so der Ausblick noch? Wie geht's weiter da mit 7 Plus? Gibt es neue Features, neue Entwicklungen? Ja, ständig. Ja? Ja, ständig neue Sachen. Also es gibt immer wieder neue Sachen. Also das Core-Produkt ist ja klar, das habe ich ja vorhin kurz und knapp erklärt. Aber wir erweitern das Geschäftsmodell in alle möglichen Richtungen. Die Investoren kriegen mehr Features, die Anbieter kriegen mehr Features. Wir erweitern auch den Informationsgehalt von den Kunden, was die halt lernen und sehen können. Wir bündeln die Informationen, sodass du halt nicht so viel dich mit irgendwas beschäftigen musst, weil wir machen das und du kriegst quasi auf dem Silbertablett die Infos serviert. Und wie viele Leute seid ihr gerade in der Company? 16. 16, das ist ja schon ein richtiges, ja, schon ein paar. Richtiges Team, ja. Habt ihr ein richtiges Office oder arbeitet ihr flexibel? Alles Homeoffice. Wir haben kein Office. Okay. Auch die Mitarbeiter? Die haben kein Office. Wir haben alles remote, komplett. Und funktioniert das? Habt ihr da irgendwie Herausforderungen? Ist es nicht, oder macht ihr oft so Team-Events und so weiter? Einmal im Quartal machen wir ein Team-Event so, in der Regel. Alle ins Fitnessstudio, oder? Ja, wirklich, wir machen echt Sport. Also wir sind ein junges Team und alle haben so Bock auf Sport. Okay. Wenn wir in Bad Rappenau sind, gehen wir immer ins Gym zusammen. Nicht alle, aber ein paar gehen mit, so ein paar nicht. Jeder wie er Bock hat. Zweimal im Jahr treffen sich alle wirklich, würde ich sagen. Und zweimal noch, viermal, je nachdem, eine bedarfsgerechte Gruppen. Das sind dann nicht alle mit dabei. Mhm. Wir waren jetzt zum Beispiel vor 3 Wochen in der Toskana. Da hatten wir so eine ziemlich große Villa. Ich habe ein Video gesehen, ja. Ja. Ja, leider war unser Content Creator krank, sonst hätten wir noch ein geileres Video gehabt. Aber ja, gut, das ist so. Das passiert. Aber das Video war nicht professionell, weil der war nicht dabei. Aber die Villa war geil. Und war perfekt für unseren Zweck. Alle sind da angereist und wir haben uns connected. Die haben sich teilweise auch zum ersten Mal gesehen, kennengelernt. Wir haben ein paar Mal gegrillt, waren ein paar Mal essen, haben Fußball gespielt und so Zeug. Ja, war echt. Ja, ist schon lustig, gell? Wie so die heutzutage die Firmen sich ganz neu strukturieren. Ja. War ein richtig guter Vibe auf jeden Fall, ja. Aha, okay. Gut, gibt es noch was zu dem 7 Plus Club? Ich finde, das ist so ein klares Ding, ja, gibt es gar nicht noch viel weiter zu erzählen, gell? Nö, gibt es eigentlich nicht weiter zu erzählen. Wir sind ständig auf der Suche nach neuen Investoren, die ihr Suchprofil hinterlegen, an neuen Immobilienanbietern, die quasi Objekte über uns vermarkten wollen. Auch gerne große Unternehmen, da sind wir auch jetzt in der Lage, die onzuboarden. Und auch freuen wir uns natürlich über Bewerbungen in allen Bereichen, gerne auch Initiativbewerbungen. Wen sucht ihr gerade? Wir suchen eigentlich gar niemand. Aktuell suchen wir gar niemand, weil wir jetzt gerade ein paar Sachen
umstrukturieren und optimieren. Mhm. Und da fällt es mir halt leichter, das mit einem bestehenden Team zu machen, als statt es das zu erweitern, mhm, gleichzeitig, mhm, noch, weil das wieder ein bisschen Unruhe ins Fahrwasser reinbringt. Aber wir gucken uns trotzdem jede Bewerbung an, führen auch ein Gespräch dann eigentlich immer, wenn es grundsätzlich passt, mhm, um dann zu sehen, ob man da mittel- oder kurzfristig, mhm, zusammenarbeiten kann. Wen habt ihr denn alles noch im Team? Also ihr habt sicher Sales, Produkt, Programmierer. Ja. Wen habt ihr da? Vier Unternehmensbereiche. Okay. IT. Mhm. Data, also die Investorendaten, mhm, dann Teaser-Bereich, also was die Kunden im Anbieter, also die, unsere Anbieter einreichen, mhm, also die betreuen so die Anbieter, die checken so die Angebotsqualität und so weiter, halten Rücksprache mit denen regelmäßig, mhm, und sind da eigentlich jeden Tag im Austausch mit den, mhm, Immobilienanbietern, ja, und Sales, okay, für, mhm, unser eigenes Produkt. Mhm. Ja, spannend. Ja, also nochmal hier Aufruf. Ich sage das mal hier in die Kamera. Alle Leute, die ein Ankaufsprofil irgendwie haben und Immobilien suchen, gerne bei 7plus kostenlos einstellen und, ja, dort sich finden lassen von potenziellen Maklern und Bauträgern und Projektentwicklern. Genau. Das wird dann eingereicht, wird von uns verifiziert, auch mit einem Telefonat kurz, mhm, gecheckt, ob es passt. Und dann kommt man da ins Gespräch. Und auch Aufruf an alle Investoren da draußen, ja, fühlt euch frei, Angebote abzugeben bei jedem Angebot, das ihr bekommt, weil das Verkaufen ist nicht mehr so einfach, wie es mal war. Und ein Angebot gibt jedem Makler die Möglichkeit zu diskutieren, zu verhandeln mit dem Eigentümer. Wenn er keine Angebote bekommt, hat er keine Gesprächsgrundlage. Okay, danke für den Tipp hier. Lass uns mal nochmal, du hast ja jetzt schon einiges gemacht irgendwie, ja, in deinem Leben, ja, immer so auch so Entrepreneur-Style-mäßig dein eigenes Ding gemacht, außer der kurzen Geschichte da als Maschinenbauer, ja, Projektingenieur. Wenn du so zurückblickst, welchen Rat würdest du denn deinem jüngeren Ich geben, deinem noch jüngeren Ich praktisch? Also bin ich dann wieder auch ein paar Jahre zurück oder, ja, jetzt bin ich dann jetzt, jünger jetzt, in 2024? Nee, jetzt mit deinem jetzigen Alter und jetzigen Erfahrungen, was du da deinem 16-jährigen Ich, oder? Bin ich dann wieder in ein paar Jahre zurück, also 16 Jahre zurück, oder? Ja, wenn dein jüngeres Ich jetzt vor dir stehen könnte. Ach so, was ich dem jetzt sage, mhm, dass er jetzt weitermacht. Mhm. Okay, ich würde sagen, man muss auf jeden Fall seine Kosten im Blick haben, also privat. Einen relativ günstigen Lifestyle pflegen, weil dann bist du unabhängig und flexibel. Wenn du zu viel ausgibst, dann machst du dich abhängig von einem Job und hast nicht die Möglichkeit, so frei zu denken, um irgendwas Eigenes aufzubauen. Und trotzdem sollte man immer sich vor Augen halten, wo will man hingehen, wo will ich in 5 oder 10 Jahren sein. Wenn man sich im Hinterkopf reindrückt, ganz tief, ja, dann gibt es halt auch einen Weg und dann passiert es halt einfach irgendwann. Aber wenn du gar keinen Plan hast, wo du hinkommen willst, dann, mhm, kommst du auch nicht an. Kannst auch ins Navi nichts eingeben, dann fährst du, wohin kommst du raus irgendwo, gibst ins Navi irgendwas ein, kommst du irgendwo an einem Ziel, das du dir vorgenommen hast und auf dem Weg dorthin fährst du an vielen schönen Sachen vorbei, die du vielleicht auch noch siehst, wo du gar nicht auf dem Schirm hattest. Aber wenn du kein Ziel in deine Birne dir eingebrannt hast, dann weißt du auch nicht wohin. Also man muss auf jeden Fall wissen, was will man erreichen im Leben, in allen Bereichen, privat, geschäftlich, und dann, ja, passt es halt meistens halbwegs. Es muss ja nicht hundertprozentig passen, aber in die Richtung geht es schon mal. Und das ist, glaube ich, so im Unterbewusstsein das Wichtigste, was man machen muss. Gut. Du hast gesagt, man muss ein Ziel haben. Was ist dein Ziel? 5 Jahre, 10 Jahre? Ja, ich habe das vor ein paar Jahren definiert. Ja. Also jetzt habe ich es gar nicht mehr aktualisiert. Da hast du mir gerade das wieder in die Erinnerung gerufen. Ja. Muss ich erstmal wieder refreshen, ehrlich gesagt. Ah. Sehr gut, sehr gut. Also eines der Ziele vor ein paar Jahren war das, also so ein Zero to One aufzubauen. Ein Zero to One, das ist ja das Buch von Peter Thiel, was ich übrigens jedem ans Herzen lege zum Lesen. Mhm. Zero to One heißt, bau irgendwas Neues und mach was draus, was es noch nicht gibt. Also von 0 auf 1, ja. Und das ist halt der 7plus Club und da sind wir gerade in der Aufbauphase davon. Den gibt es jetzt zwar schon 3 Jahre, ist noch nicht so lang, aber immerhin. Und das ist jetzt so passiert, ja, mhm, und da ziehen wir jetzt erstmal durch, oder ziehe ich jetzt erstmal durch, bevor, mhm, ich mir da jetzt mit so der Zielsetzung und sonst was neue Gedanken mache. Mhm. Ja. Okay. Wenn du jetzt, du hast jetzt dir einen Tipp gegeben, mhm, und selbst die Anregung, dass du vielleicht deine Ziele wieder aktualisieren solltest, wenn du jetzt noch einen Tipp an die ganze Immobilienbranche geben darfst, was wäre das? Ja, welche Fachbereiche? Es gibt ja hunderte. Alles, die ganze Branche. Boah, oder nur ein Fachbereich, wie du willst.
Boah, muss ich mal kurz überlegen, lass mich mal ganz kurz überlegen. Ja, also die Verkäufer, also die transaktionsgetriebenen Leute, die müssen halt wieder ein bisschen ins Arbeiten kommen, ja, weil die letzten Jahre war es ein Verteiler-Business, jetzt ist es ein Verkäufer-Business, der, wo gut verkaufen kann und sich auch gut fokussieren kann auf ein, zwei Deals, ja, pro Mitarbeiter, würde ich jetzt mal sagen. Wenn du eine Firma bist mit 10 Mitarbeitern, dann können die 12, 13 Investmentmandate annehmen, aber nicht 100. Kommt halt auf die Größe auch dran. Ja, genau, bei so Wohnungen oder so ist was anderes, aber wenn so komplexere Sachen sind, muss man sich wirklich fokussieren und proaktiv auch verkaufen und ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen, ja. Und als Investor muss man halt mit dem spitzen Bleistift rechnen, dass einem da der Atem während der Projektphase nicht ausgeht. Das war in der Vergangenheit ein bisschen anders. Aber auf der anderen Seite gibt es auch wieder gute Einkaufschancen, die es nicht gegeben hat. Vor allem, du kommst an Assets ran in Lagen, wo es vor 3-4 Jahren nichts verkauft wurde. Da gibt es jetzt auf einmal wieder hier auch in München Top-Lagen, geile Mehrfamilienhäuser. Vor 3-4 Jahren, niemand hat ans Verkaufen gedacht. Jetzt gibt es wieder Objekte am Markt. Fabian, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Sehr viel mitgenommen. Ja, du hast ein paar Zitate rausgehauen. Mhm. Ich freue mich, wenn wir uns vielleicht in 5 Jahren wieder einen Podcast machen und die Story, deine abgedateten Ziele dann kennenlernen und ja, die dann messen können. Ja. Danke fürs Gespräch. Danke für deine tollen Fragen und dir weiterhin viel Erfolg mit deinem Podcast.